Sulft. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier in Skyrim. Wir sind auf dem Weg nach Sulft. Kann ich schnell reisen? Weiß es nicht. So, Sulft ist. Wo ist Sulft? Halt da drüben. Sulft. Das ist ja wirklich, da war ich ja noch nirgends. Finde die Quelle der Power, der Macht in Angerwunde. Ja, wir wollen nach dem Sulft. Was finden wir von Ivas? Haben wir nicht irgendwie. Von Windhelm. Komm, wir gehen von Windhelm aus. Wir nehmen jetzt den Bus nach Winter. Nein. Ah. Wir nehmen nicht den Bus. Wir nehmen gar nichts davon. Wir müssen erstmal unseren Mist verkaufen. Mit gezogener Waffe bewegtest du dich langsamer. Okay. Halt. Nein, ich wegrenn. Ich wegrenn. Ich wegrenn. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Ist der Laden schon. Oh, der Laden ist schon zu. Also müssen wir 12 Stunden warten. Wobei nicht ganz so lang, Das weil. gefällt mir. Ich habe ja noch Zeug. Das kann ich ja auch noch hier reinschmeißen. Ich bin jemand, der Sachen erledigen kann. Das gefällt ihr. Glaubt ihr, wir können sie heiraten? Ich meine, sie ist eine gut aussehende Frau. Sie hat zwar schon einen Mann, aber den können wir vielleicht auch beseitigen. Sie weiß, wie man mit Waffen umgeht, weil sie sie auch herstellt. Es spricht immer für sie. Sie hat keine Angst davor zu sagen, was sie sagen will. Nicht so wie andere Charaktere. Sie hat ein Geschäft. Muss man auch sagen. Ihr Vater hat zwar auch eine Schmiede gehabt und sie hat es eigentlich übernommen. Aber sie hat ja scheinbar ihre eigene Schmiede aufgemacht. Und zwar hier die Schmiede. Ich hätte, glaube ich, keinen Namen. Hey, wer bist du denn? Eine Leiche. Ja, die habe ich da hingelegt. Ja. Ich habe hier einige. Werft einen Blick darauf. Einkaufen wollte ich. Zeug verkaufen wollte ich. Den wollte ich nicht verkaufen. Den. Den Stab des Magierlichts und die Holzaxt. Oh, da ist so viel Zeug wieder drin, was ich nicht loswerde eigentlich. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Es tut mir leid. Was denkt ihr, was... Da, das ist genau das, was ich meine. Sie ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Frau. Sie sagt einfach direkt, wie Ich es sage ist. nicht, dass ich der... Nach dem Motto, was denkst du eigentlich, Klingen, was dein Problem Helme, ist? so ziemlich alles, was ihr braucht. Es sollten viel mehr sein wie sie. Weg. Weg. Also jetzt hat sie wieder kein Geld. Okay, am Geld muss sie noch ein bisschen arbeiten. Was? Was? Finde ich toll, sie geht direkt auf Angriff. Kennt ihr... Ah, Klingen, das Helme, andererseits mag ich ja so nicht, ziemlich dieses alles, was kennt ihr ihr meinen braucht. Vater. Das hat ein bisschen was von diesem. Wenn mein Vater davon erfährt, dann. Weißt du, ich meine? Das hat mich gerade ein bisschen abgeturnt, Lady. Erst muss ich mir nochmal stark überlegen, ob ich sie vielleicht irgendwann mal frage, ob sie mich heiratet. Ich helfe Was meinem ich auch immer Vater sehr auf merkwürdig vielerlei finde, ist, Weise. dass sie diese Wollt ihr euch schützen blutunterlaufenden oder Augen dann Schaden hat. austeilen? So gesund ist das eigentlich nicht. Kleidung hier. Weg. 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 Jetzt habe ich. Komm, wir verkaufen mal eins davon. Also gut. Hilfe! Hilfe. Ja, jetzt hat sie wieder einen Punkt verloren, dass sie so um Hilfe ruft. Und Ihr das, denkt, obwohl dass sie all hier der so Rat... ein. Einem... Oh Ich nein, würde... ich will nicht. Die Nein, Stadt ich wird... will den. Aber wahrscheinlich interessiert ihr euch mehr für Jorvaska. Die... Werft einen Blick darauf. Ich interessiere mich tatsächlich für dich und deinen Laden.
und nicht um Jovaske. Hier, Schilder wollte ich wegwerfen. Nicht wegwerfen, sondern verkaufen. Was haben wir noch? Magika, ja. Bis zum nächsten Mal. Jetzt hat sie wieder um Hilfe gerufen. Das ist so. Aber guck mal. Sie hat da ganz schön blutunterlaufene Augen. Ups. Hm? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ja, sie guckt mich gerade so ein bisschen an nach dem Motto, ich weiß nicht, was ich von dem will. Ich glaube nicht. Ah, ich glaube doch nicht, dass das mit uns was wird. Mhm. Geht es hier nicht noch ein bisschen schneller? Ich muss mein Zeug verkaufen. Ihr braucht. Dabei hat sie ja schon mehr Geld als der. Werft einen Blick Belitor. Die ich hab doch grad Waffen und Rüstungen. Waffen. Imperieller Bogen der Angst. Wegen dem Imperium oder wegen? Große Heilung. Tarnung. Rang des Berserkers. Dann gehe ich mal. Nein, du musst nicht gehen. Nein, nicht gehen. Hier bleiben. Ich brauche noch mehr Geld von dir. Wo bist du hin? Da bist du. Wollt ihr euch schützen oder Schaden? Wollt ihr mich gerade rausschmeißen? Habe ich gerade nicht richtig gehört. Ich habe hier nicht zugehört. So fängt jede gute Ehe an. Rubin, weg damit. Smaragd. Ich weiß nicht, was ich mit dem Welkenstein machen soll. Kann ich den benutzen? Zum nächsten Mal. Oh ja, ich konnte ihn benutzen. Werkbank. Was ist passiert? Ich könnte tatsächlich mal mein Zeug verbessern. Was ist passiert? Mir fehlt das Talent zum Verbessern magischer Gegenstände. Ja klar. Guck mal, wie viele Wachen. 1, 2, 3, 4, 5. Lüdi, wir zwei sind eigentlich wieder auf leichtem Fuß unterwegs. Lass uns doch kurz noch dieses Quecksilber und alles wegschmeißen in meine Lagerkiste. Die Überlebenden lehren uns die besten Techniken. In der Weisheit von Gaiden. Aus der Zeit von Shinji. Alles, was hier jetzt voll ist, wollte ich weglegen, ne? Die sind alle voll. Lederstreifen. Quecksilber. Den da. Den da. Okay. So, und wir zwei reisen jetzt nach Windhelm. Hat sich nur ein bisschen verzögert. Ja, sagen wir mal 8 Minuten hat sie sich verzögert. Tut mir echt leid, aber ich gebe mir ja mein Bestes. Ich würde ja gerne mehr halt du nicht wegrennen. Ihr brauchtet. Wohin soll's gehen? Windhelm. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ja. Wart ihr schon mal in Windhelm? Nein, noch nicht, deswegen fahre ich jetzt mit ihm. Folge die älteste Stadt in Himmelsrang. Der große alte Palast dort wurde angeblich von Iskramor selbst. Okay. Also die älteste Stadt von Himmelsrund. Der Palast von Iskramor selber gebaut. So, jetzt wollen wir aber nicht in die Stadt, sondern wir wollen da Richtung Süden, Südosten, in die Richtung, nach Sulft. Sulft. Sulft? 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 Sulft. 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 Kennt ihr das, wenn ihr ein Wort immer wieder sagt und dann hat es keine Bedeutung mehr? Nein. Nein, 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 nein. Hör auf. Hier, Waffen. Ich habe ein Mod dafür. Z.
Rucksack. Da ist eine Hütte. Zulft. Irgendwie hat das Wort seine Bedeutung in meinem Hirn verloren. Schorstein. Kühnes Hain entdeckt. Hallöchen. Habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Guck mal, eine Hexe. Ein Fremdling? Kein Grund, in Kühnes Hain anzuhalten. Zieht weiter. Okay. Passt auf euch auf. Tschüss. Sie hat mich weggeschickt. Wir müssen nach Südosten, in die Richtung. Richtig? Hier ist der Weg, okay. Da wächst ein Pilz. Cool, dass sie ja nicht angreifen, die Bienen. Achso, Bienenstock, kein Pilz. Bienenstock. Drachenbaum. Da ist nochmal einer. Ein Riese und zwei Mammuts, von denen halten wir uns fern. Riechranke. Jospei. Jospei-Traum. Jospei-Traum, ja. Da drüben ist eine Spinne. Halt, Eisform ist. Das ist die richtige Einstellung. Hallo, werter Reisender. Hallo, Talska, der Wanderer. Ein fahrender Troubadour und ein wandernder Taugenichts. Kannst du mir etwas über Rede... hier, Redekraft. Tja, nach einem gewissen Vorfall, bei dem ein verwegener Bursche und die Tochter eines bedeutenden Taner eine Rolle spielten... Nein, lieber nicht. Leider nicht. Aber wenn ihr eure Zunge wirklich schärfen wollt... Solltet ihr es mit der Bardenakademie in Einsamkeit probieren. Okay. Für einen großzügigen Reisenden? Aber natürlich. Was würdet ihr denn gerne hören? Zeitalter der Aggression. Danach fragen nur Leute vom wahren Kaiservolk. Ich hatte die Wahl aus dem... Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer. Das Kaiservolk. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Sturmmäntel AD und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Der Königsmörder soll zittern und beben, den Frevel zahlt Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang, und kommt unser End, führt nach Sovngarde der Gang. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Ja gut, lassen wir es mal durchgehen. Das war jetzt nicht so die beste Ode an die Musik, aber gut. Da ist ein Riesencamp. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das tun wir kurz entdecken, damit wir hier hin teleporten können. Da hinten fliegt so eine Flugechse rum. So, Dunstklippenlager entdeckt. Okay. So, wir wollen aber in die Richtung. Auch weg von dem Drachen. Jetzt kann ich natürlich nicht warten wegen dem Drachen. Oder dem Wolf. Oh, krieg ich ran. Oder den Banditen. Ah, okay, die greifen nur den Wolf an.
Wer bist du? Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Okay, einfach nur ein Jäger. Also gut. Okay, den will ich aber jetzt nicht das Pferd klauen. Das wäre ein bisschen fies. So, in der Richtung ist im Sulft. Sulft. Ich habe keine Ausdauer mehr. Jetzt habe ich wieder Ausdauer. Wir müssen noch ein bisschen weiter auf dem Weg hier. Drink to you. When Sylvan God reckons. Ich höre hier wieder so einen Bass, als würden hier irgendwelche Drachenschwingen über uns hinwegfliegen. Zwergenruinen. Das klingt nach Sulft. Sulft. Alles, was man nicht aussprechen kann, ist von den Zwergen. So wie Befahrt. Wie hieß das nochmal? In der anderen Richtung. Hier oben. Nein, nicht Arkansas, sondern Befadams. Gott, wer kommt auf die Namen? Was ist denn das hier? Ist das ein Hintereingang? Ein Zwergenlagerraum. Da werden Zwergen gelagert. Oh, nicht ruhig. Ein Dwemer konnte. Das ist Dwemer Konvektor. Experte. Oh, jetzt wird's aber. Kriegen wir das Tor auf? Ah, jetzt wird's kritisch. Da, ja, vielleicht. Perfekt. Ethereum-Splitter. Streitachs des Gefrierens. Lehrlingstür. Nein, andersrum. Okay. Ethereum, warte mal, war das nicht auch so eine riesen Mission mal? Das hat hier Zwergenmetall, Zwergenmetall, Platten. Oh, guck mal hier. Geil! Ganz viel Zwergenmetall. Wofür die hin? In den Raum davor. Ah, man könnte über die Lehrlingsschlösser könnte man einfach um dieses Expertentor außen rum gehen, wenn man das Expertentor nicht aufkriegt. Aber warte mal, hier dieses Ethereum-Ding. Ich kann den nicht ausrüsten. Questobjekte können nicht aus dem Inventar entfernt werden. Entweder Kreisel. Okay. Also jetzt habe ich ein Stück Ethereum und weiß nicht, was ich damit mache. Aber Ethereum kann man ja natürlich handeln wie Bitcoin, weil Ethereum ist ja hier so eine Kryptowährung. Die gibt es wohl scheinbar auch an Himmelsrand, die Kryptowährung. Gucken wir mal. Da drüben, eine Zwergenruine. Wir waren gerade in einer drin. Okay, Lady. Danke, dass du das gesagt hast. Kristall. Verschwunden. Findet. Ach da. Paratus. In Ukola. Oh! Wir sollen einen Apparat im Oculus finden, was? Forschungsprotokoll. Außer der Rat von einem Mangel am Fortschritt beim... Wer es lesen will, kann natürlich pausieren. Wir sollen den Kristall finden. Okay. Oh, stimmt, das ist einer von diesen Zauberern.
mit dem Schlüssel nach dem Sulft geöffnet. Ich speichere mal. Ich höre schon wieder so. Da ist was. Okay. Wehe, du trittst da drauf. Nichts. Das war das Trank der ultimativen Stamina. Krass. Sind die anderen geklaut oder warum kann ich die nicht verkaufen? Ah, die wurden geklaut, ja klar. Da hinten rennt eine Spinne rum. Kann ich die dahinter locken? Ach komm, das war knapp. Jetzt aber. Komm, Lüdi. Doch, jetzt wurde ich entdeckt. Dass die immer so explodieren. Oh ja, Zwergenöl. Nicht da reinlangen. Könntest. Oder? Warte mal. Passiert einem ja nichts. Schade. Ich dachte, da wird man zermalmt. Es wäre eigentlich voll cool, wenn man da zermalmt wird. Also es wäre nicht cool, wenn man zermalmt wird, aber es wäre cool, wenn man zermalmt wird. Wisst ihr, was ich meine? Da ist eine Spinne. War eine Spinne. Nicht bewegen. Voll cool, die Spinne hat mich nicht bemerkt. Also immer noch nicht. Das Öl nehmen wir an uns. Den Pfeil und... Oh, ein makelloser Saphir. Da ist auch irgendwas hier. Fallenauslöser. Halt, wir stehen auf der Falle. Ja. Ah, nicht ganz. Können wir den nicht einfach aufschneiden? Muss ich das jetzt aufknacken? Mann. Ist ja voll viel Arbeit. Eine Zwergenspinne. Eine Zwergenspinne, die tot ist. Die nehme ich. Und die nehme ich. Was ist hier jetzt? Ah, eine Truhe. Zwergenrüstung. Und die Zwergenrüstung hat 217, meine hat... Ja, aber 10% mehr Lebensregeneration. Da waren wir doch schon mal in der Situation, Lüdi. Eigentlich sollte ich ja die Zwergenrüstung anziehen. Wie sehe ich jetzt aus? Das ist jetzt eine andere Frage. Stelle ich mich mal wieder hin. Also wir sehen beide nicht so super aus. Aber die Zwergenrüstung taugt's, denke ich. Schauen wir mal weiter.
Zwergenurne nehmen? Nee, ich möchte sie nicht nehmen. Ich glaube, man kann dieses ganze Metall und Zwergenzeugs einschmelzen und kriegt dann Zwergenbarren raus. Aber wenn ich das noch richtig im Kopf hatte. So, hier muss ja... Wollte ich gerade sagen, hier muss ja irgendwann was aus dem Nichts kommen. Aber hier kommt nichts raus, okay. Super. Okay, soweit so gut. Da ist ein Baum, der hier einfach so drin wächst. Ich werde ihn nicht aufhalten. Namiras Fäulnis. Ah, guck mal hier. Mondsteinerz. Kann ich die nicht abbauen? Kann ich die nur so abbauen? Ja, das ist doch voll blöd. Okay, kann ich wohl nur so abbauen. Schade, Mod funktioniert nicht. Aber wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, nachdem ich hier fertig bin mit diesem Mondsteinerz und dem Rubin. Ciao, ciao.